Die Diagnose, die ich vor vielen, vielen Jahren, du sagtest 8 Jahre, ja, das ist schon eine Ewigkeit, erhielt, war eine Lewy-Body-Demenz. Das ist eine Form der Demenz, die dritthäufigste auf der Welt. Die meisten, wenn sie das Wort Demenz hören, denken an einen sehr alten, betagten, hilflosen Menschen. Aber Demenz hat viele Gesichter. Also es gibt in unserem Lande unzählige Menschen, die sind 30, 40, 50 Jahre, Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Man nennt uns Menschen, die funktionieren, die eigentlich nur eine Demenz haben, muss ich jetzt ironisch sagen. Und leider gibt es für uns keine Angebote einer Inklusion oder einer Eingliederung in die Gesellschaft, weil wir eben nicht mit den Ressourcen gesehen werden. Wir werden gesehen als die Menschen, die eine Diagnose haben und abgeschrieben werden. Mit einer Demenzdiagnose ist das Leben auf keinen Fall eine Enddiagnose. Man ist da nicht abgeschrieben, obwohl die Gesellschaft das manchmal anders sieht. Es gibt ein Leben und es kann auch ein sehr aktives Leben sein, trotz Diagnose. Und ich habe mir diese Kraft immer wieder eigentlich aus den Hürden geholt, die ich zu überwinden habe in der Gesellschaft. Und da habe ich gesagt, ich muss doch weitermachen, ich muss sensibilisieren, ich muss die Menschen informieren und ich versuche einiges zu bewegen. Wenn wir von Integration sprechen, müssen wir, ich sage immer, die Akteure in einer Gesellschaft ansprechen, das sind die Kommunen, das ist die Wirtschaft, das sind die Politiker, genauso wie eine Krankenkasse, aber es sind auch die Menschen, die es ermöglichen, dass diese Eingliederung stattfindet. Aber dazu müssen die Menschen informiert werden, was Demenz bedeutet, dass wir noch viele Fähigkeiten haben und dass wir bereit sind und wir müssen uns nach europäischen Modellen orientieren. Anfang 2012 haben die 44 Länder, die in einer Organisation sind, in Alzheimer Europa, aus der Mitte der Menschen mit Demenz eine Arbeitsgruppe gewählt. Und diese Arbeitsgruppe wiederum wird geleitet von einer Vorsitzenden, die bin ich jetzt. Ich muss dazu sagen, wir sind in Europa im Moment 11,7 Millionen Menschen und die Arbeitsgruppe besteht aus 22 Menschen, die jeder hat eine Demenzdiagnose, der Jüngste ist 31, der Älteste ist 71, die sich in richtigen Arbeitstreffen stark machen für die Belange von uns. Wir fordern ein und wir wollen eingebunden werden in den Strategien und in den lokalen Allianzen, dementsprechend in den nationalen Allianzen. Die Länder Europas haben sehr unterschiedliche Ansätze. Ich gebe ein Beispiel, Schottland ist führend schon seit 10 Jahren, wo Menschen mit Demenz nicht nur gehört werden, sondern auch einen festen Platz haben in politischen Gremien und alles, was geplant wird, ob es jetzt eine demenzfreundliche Kommune ist oder Kurse, Vorträge, Menschen mit Demenz gehören dazu. Sie sind die Experten. Aber sprechen wir mal von Deutschland. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Es wurde eine Allianz gegründet, jetzt im Oktober 2014 mit einem Pensum von 2 Jahren. Diese Allianz wiederum auf Bundesebene sieht vor, dass wir über 500 lokale Allianzen in Deutschland haben für Menschen mit Demenz. Und diese Allianzen wiederum sollen den Angehörigen, den Betroffenen sehr vielseitig beraten, ob es jetzt um juristische Aspekte geht, um pflegerische, um Kunst, Kultur, um Angebote. Aber eins würde ich empfehlen aus Sicht von uns, die Allianzen müssen zusammenarbeiten und die Akteure, je mehr Akteure da sind, umso leichter ist es, ich sage jetzt mal, eine demenzfreundliche Kommune auf die Beine zu stellen. Ja, ich war auf einer Tagung der Europakommission, in
der Europakommission sind natürlich die Länder der Europäischen Union vertreten. Wir hatten aber auch Vertreter aus den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, also die arabischen Staaten. Es ging ganz speziell um neue Richtlinien in der medikamentösen Therapie der Menschen mit Demenz. Und ganz wichtig war mir, da hervorzuheben, dass Menschen mit Demenz und der Angehörige brauchen nicht nur das Medikamentöse, vor allem das Nicht-Medikamentöse sollte betont und gefördert werden. Ich war jetzt die einzige Vertreterin der Patienten, der Menschen mit Demenz. Es gab noch zwei Fachkräfte von Patientenorganisationen, die auch diese Position, sagen wir mal, vertreten. Aber ganz wichtig ist, dass bei jedem Treffen in Zukunft, das habe ich auch betont, der Mensch selber, der betroffen ist, muss anwesend sein und muss die Position von uns vortragen. Es wäre natürlich sehr sinnvoll, dass ein Teil von dem Geld, das in die Forschung geht, in das Leben von uns Menschen mit Demenz heute investiert wird. Mein Leben findet heute statt und nicht in den nächsten 20 Jahren, wo die Wissenschaftler hoffen, eventuell in 15 bis 20 Jahren eine Hilfe, eine Lösung zu finden, ein Präparat, das die Demenz aufhält. Natürlich wäre es sehr sinnvoll. Ansätze gibt es leider viel zu wenige, aber wir bleiben alle dran. Das Buch, das ich geschrieben habe, heißt Aus dem Schatten treten. Es wurde vor 5 Jahren geschrieben und zeigt die Hürden, die Menschen mit Demenz überwinden müssen, die sogar größer sind als die Krankheit selber. Aber die Fortsetzung dieses Buches wird im nächsten Jahr präsentiert bei der Buchmesse. Und da werden die Menschen erfahren, was sich getan hat in 5 Jahren und wie man mit Demenz trotzdem, ich sag mal, ein gelungenes Leben führen kann. Weil meine Botschaft ist eine mutmachende Botschaft. Ich denke, gemeinsam, ob es jetzt ein Kulturkreis ist, ein Musikkreis, eine Tiertherapie, alle, die unser Leben in Würde und Autonomie gestalten wollen, wenn wir das gemeinsam, sagen wir mal, auf Pläne erarbeiten, mit uns, mit Menschen mit Demenz, können wir das sehr weit bringen. Und wir müssen einfach das Vertrauen haben, dass im Endeffekt bleibt der Mensch für den Menschen. Und Gesetze sind da, aber sie sind sehr langatmig und ich denke, die Menschen selber müssen das alles in die Hand nehmen. Dass Sie zum Eishockey so nahe Beziehung haben? Die nahe Beziehung geht auf die Zeit zurück, als mein Sohn sehr jung war. Das war so im Alter von 3, 4 Jahren. Da hat er mit Eiskunstlauf angefangen und anschließend kam er dann zu den Bambinis und hat Eishockey gespielt und ja, und ich habe mich sehr ehrenamtlich engagiert, habe auch Transfer bei den Großen, also mit Kanada, Tschechei gemacht und daher kommt meine Liebe und ich bin, ja, kann man sagen, 1-2 Mal pro Woche im Stadion, auch heute noch, und ich kann mich an alle Regeln und an alles gut erinnern. Danke, Helga Rohr. Ich danke für das Gespräch. Danke, Robert.